I saw a girl last night. Ich bin hier im Botanischen Garten in Bern und bei 35 Grad ist das wie eine natürliche Klimaanlage. Ein wunderbarer Ort, um von der Hitze abgeschirmt zu werden. Es duftet überall und es geht ein laues Lüftchen und die übrigen Pflanzen geben die notwendige Kühlung ab, um sich wirklich wohlzufühlen bei diesen heißen Temperaturen. Ich habe heute etwas Spezielles vor, nämlich bei meinem Ex-Freund im Garten zu campieren. Er weiß noch nichts von seinem Glück, aber er kennt mich. Er wird mich sicher gewähren lassen. Und ich bin mit meiner Tochter unterwegs und sie hat gemeint, ja, sie will nicht mit einem ganzen Rucksack und mir rumlaufen. Und jetzt habe ich alles auf eine kleine, also mittelgroße Handtasche reduziert. Zelt, Schlafsack, Biwaksack, alles dabei, um heute im Garten zu übernachten. He came up with a plan for flying. He showed it to his wife. Then he said, "Now, darling, why are you crying so?" And she whispered in his ear, "I fear you won't come back down to this ground." And he said, "I'll always come back to you. Just help me this once to get higher up." And he kissed her and he said, "Please twirl me one more time and don't stop spinning me. Please swirl me in your mind so I can be a color painting that you'll look upon." There once was a woman lying in bed with her lover's head upon her shoulder. She said, "My darling, you sound so faint. Don't tell me it's time, I just can't take this." And she told her, "Please don't worry, dear. There's nothing to fear in moving on. But there's one thing I'd like to ask of you." And she said, "Just tell me, darling, I'll do anything, anything." She said, "Please twirl me one more time and don't stop spinning me. Please swirl me in your mind so I can be a color painting that you'll look upon." We'll be right back.
Das war eine wundervolle Nacht. Weil es hier sehr wenig Lichtverschmutzung gibt, also eigentlich rundherum Wiesen und so weiter, konnte ich die Milchstraße sehen über mir. Und das ist natürlich ein fantastischer Anblick zum Einschlafen, einfach in diese Weite des Kosmoses hineinzufühlen und sich mit der Unendlichkeit so verbinden zu können. Ich bin sehr dankbar, dass mir mein Ex-Freund seinen Garten dafür zur Verfügung gestellt hat, spontan, weil ich habe das ja nicht angemeldet, sondern es mir einfach nur vorgenommen. Und vielleicht könnte ja das ein Modell sein, auch für andere Kurzferien in den Gärten von ihren Bekannten. Wer weiß, was das für Synergien und Verbindungen ermöglicht. Wieso nicht eigentlich? Ich genieße heute noch bei 6, 37 Grad den Pool hier und die Stille, das Plätschern des Teiches, den Austausch ja, mit Freunden hier. Und bin dankbar für diese Gelegenheiten, die mir das Leben bietet.